Guten Morgen. Ah, ein wunderschön. Wie geht's dir? Ne? Lang nicht mehr gesehen. Du, ich hab hier was mitgebracht. Willkommen bei Sea View Hotel. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, worum geht's genau? Ja. Dieses Spiel wurde mir neulich im Chat vorgeschlagen. Mensch, das ist doch was für dich. Wir treten mal ein. So, jetzt gucken wir mal zusammen das Intro. Tatsächlich wichtig in dem Spiel. Die Situation. Mhm. Das ist Jimmy Hall, der Besitzer. Der hat natürlich keinen Bock auf Menschen. Ja. Ne, wie man das halt dann so kennt. Der versteckt sich, wo er kann. Wenn er dich anguckt, weg. Und wenn er kommt, musst du dich auch verstecken. Zum Beispiel im Kleiderschrank. Ja. Seine Opfer sind nie weggegangen. Sie kann in die andere Welt sehen. Sie haben dann Visionen und sehen dann halt so jetzt zum Beispiel sowas hier. Unsere ersten Missionen werden also sein, wir rennen durch diese... Oh mein Gott. Durch diese Gassen. Alles in Ordnung? Nein. Wir rennen durch diese Gassen durch, versuchen alle Sachen zu finden, die wir brauchen, dürfen Jimmy nicht in die Arme laufen, müssen versuchen, dieses Haus zu verlassen. Okay. Ich glaube, Jimmy hat irgendein Problem. Das sind wir. Ja, ja. Wir sind Maya. Where are you? Da wollte sie nämlich sagen, bring die Polizei mit oder so. Ne? Ah. Und das macht sie jetzt natürlich nicht. Ha, Maya, I presume. Your friends booked you in. Der erinnert mich ein bisschen an den von Spider-Man, den grünen Troll. Ja, ja, ja. Very nice. Nice to see so many fresh, young faces. For a change. If you don't mind me asking, Maya, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? I do this comedy character called Hugo Hunt. He's sort of this comedic sociopath. I don't think so. Sure, I can't twist your arm on this. It's okay, I'd rather just go to bed. Ich vertraue mich. Best show in town, the note takers. Oh, ist das sauer. Ja, der will uns umbringen. Shut up! Just shut up! You know what you need to do, Jimmy. Show them who's boss. That's the way to do it. Also der redet jetzt mit Digga, wo bin ich? Junge, was macht der? Walla Krise, was macht der da? Walla Krise! Jetzt geht sie nach unten. Ich glaube, sie versucht jetzt Polizei zu rufen. Der Master Key. Walla Krise. Wir können hier nicht mit WASD durch die Gegend. Das ist schon mal gut, weil das kann ich nicht. Denn wir gehen so hier, durch die Gänge quasi. Ach so, das ist wie so ein... Aha. Also wir haben jetzt unsere Geisterbox da. Ja. Was hallo? Hallöchen! Hallo? Is anyone there? Ach so, so spricht man. Wir müssen gar nicht sprechen. Guck doch mal, genau. Hier ist das Treppenhaus. Ja, gehen wir erstmal weiter auf der Etage, würde ich sagen. Ja, ja, lass uns die Etage checken. Erstmal. Aha, da gehen wir rein da. Alter! Alter, geil. Ist ja ultra. Ja. Oh! Mensch, das ist ja was hier. Das ist ja der Hammer, ne? Ja, hör mal, da. Bullseye. Das ist wahre Kunst. Du musst einen Kompass und einen magischen Spiegel finden. Ich denke mal, du musst durchs Treppenhaus nach oben gehen. Ja? Oder Fahrstuhl halt, ne? Dann wahrscheinlich Fahrstuhl. Ja, dann versuch's mit dem Fahrstuhl. Und da steht jetzt Jimmy. Jimmy? So, dann wollen wir doch mal gucken. Ah, Gedärme. Gedärme, super, klasse. Okay. Was ist denn jetzt, wenn er da plötzlich steht? Du musst ja dann direkt, gehen wir in eine andere direkt Richtung, dann hauen wir ab. Schau durch das Schlüsselloch. Ja. Scheint nichts zu sein, ja. Hä? Ah, wir haben ja den Master Key 2. Ah, okay. Okay, nächster Raum. Oh, geht nicht. Kannst du da durchgucken?
Das war doch, glaube ich, die er da vorhin... Ja. Da ist der Spiegel. Entweder bei der Tür in einem Zimmer oder in der Küche im Erdgeschoss. Ja. Oh. Kompass. Kompass. Den will ich haben. 123, da ist der Kompass. Aber drin. Da waren wir doch... Hier waren wir drin. Ich glaube, wir haben da... Aber vielleicht hast du die eine Schublade. Ja, vielleicht die falsche Schublade, ne? Deutet in die Richtung nahelegener Geister. Oh, liebe Grüße. Ja, irgendwie Lagerraum oder so. Vielleicht sollten wir auch erstmal in den Keller? Keller. Die LG war, ne? Aber, ja, LG. Hier. Ja, ja. Erste Etage. Let's fucking go, guys! Ajö! Oh. Weißt du, sie... Ja, ich höre einen Husten. Ist jemand da? Okay, ich würde erstmal wieder hier unten weg. Ja, war jetzt ja nichts, ne? Dann lass mal zweite. Ja. Oh! Der ist auf den Boden gefallen. Ey, ich hab damit nicht gerechnet gerade, ne? Ich wusste nicht, dass es in der. Ey, Bro, ich auch nicht, Digga. Der magische Spiegel. Hey, jetzt sollen wir wieder 101 gehen? Oder was? Junge, der Fahrstuhl ballert aber auch. Oh, jedes Mal, wenn sie sich jetzt so umdreht, kriege ich Anfälle, Herz. Innerlich. Einige Flaschen Whisky. Annehmen Sie saufen! Ein Kindergeldbeutel, wie süß. Soll ich mal rufen hier nach? Is anyone there? Machen wir magischer Spiegel nochmal. Ja, wir sind ja jetzt in Zimmer 101. Irgendwas muss ja... Die Geldbörse. Ja. Ach so, und jetzt gehen wir wieder ins LG. Ist mir scheißegal. Oh, der steht da jetzt, Ist mir scheißegal, Ist someone there? Ja, ich bin hier. Who's there? What's your name? Annabelle. Hat er hier? Who did Charles Purse belong to? It was mine. Oh! It was for my birthday, but it was stolen. Von Jimmy. Von fucking Jimmy. I saw a girl in the basement crying. Who was she? It was me. A boy called Jimmy locked me in the basement. Then he started stealing things from me. Who drew those violent pictures? Jimmy. Ja, dann in der zweite. Einfach nochmal hoch da. Irgendwann ist er da drin. Komm, mit dem zweiten sieht man besser. Ja, immer. Mit dem zweiten sieht man besser. Er hat ja genau. Uah. Das Ding ist aber auch laut. Da hat er gestanden, ne? Genau. Dort. Und da ist auch was offen. Da waren wir dran, ne? Das heißt, einmal. Ah, okay, da ist so dunkel. Ach, vielleicht doch in die dritte? Ja, komm, geh mal hoch. Da waren wir noch gar nicht. Da muss ja irgendwas. Also, irgendwas muss ja noch sein. Aber du kannst doch vielleicht nochmal. Yeah! Oh, Gottes Willen, Mann! So, oh, schüsch! Das ist aber hübsch. Oh, schüsch! Geldbeutel, bunte Tüte. Aber sie hat doch nur gesagt, ja, ist meine, oder? Also sind wir jetzt noch nicht durch, oder? Oder waren wir doch. Haben wir irgendwas übersehen? Aber nee. Also vielleicht brauchen wir die Schlüssel. Ja. Dann lass uns die Räume hier durchsuchen. Moin, moin. Meine Ahnung. Jimmy Hall ist auf dem... Geh in den Schrank, Mann. Geh da rein. Oh, Jimmy ist im Flur. Was jetzt? Ja, chillen. Chillen? Das Spion-Ding da gucken. Down here! Ja, und jetzt? Also, aber du kannst ihn jetzt ja nicht überlisten, du hast ja nichts, oder? Also,
Im Flur und so schon. Ich glaube, ich könnte mich jetzt im Bad verstecken. Er würde in den Raum reingehen. Ich komme aus dem Bad raus und schließe ihn dann im Zimmer ein, wenn ich den Schlüssel hätte. Ach so. Glaube ich. Das und so kam, okay. Ich glaube, so könnte man ihn überlisten. Also das heißt, du hast jetzt verkackt, weil er auf dem Flur ist und wir kommen nicht raus. Ja, Mann. Wieso kommt er nicht? Guck mal. Ich habe ihn halt legit gerufen. Aber weißt du was, Christian? Ha? Lass erstmal zum Dart-Event. Dann machen wir morgen weiter. Okay, gut. So, aber was machen wir jetzt? Ich würde ihn nochmal rufen. Hey! Wir schauen nochmal durch den Spiegel. Ich glaube, da war ja immer noch... Ja, wir müssen nochmal noch nach unten, glaube ich. Oh! Oh, Jimmy! Der Spiegel hat uns bisher, glaube ich... Oh! Ich habe Angst vor Jimmy. Also das Ding ist, wenn wir jetzt rausgehen, ne? Der wird uns ja safe umbringen. Meine Idee war, wir gucken nochmal durch die verschiedenen Räume durch. Durchsuchen jetzt nochmal die Räume, die wir hier haben. Schade. Nichts! Mann! Okay, wir machen nochmal Spiegel. Was soll das denn heißen? I'm here! Ich versuch's schon zu auszureißen. Heilige Scheiße! Oh. Aber es muss ja bedeuten, dass er so richtig unangenehm auf dem Boden gekrabbelt ist. Wahrscheinlich nur um dann so von unten. Ja, aber gehen wir da jetzt einfach nochmal vorbei? Ich höre hinter uns Steps. Ich habe hinter uns Steps gehört. Ja. Hast du gehört? Oh, bitte geh einfach. Hast du hin? Ah, lauf! Lauf! Mach das Ding doch auf! Runter! Is it Amy? So, jetzt müssen wir vielleicht das Gespräch so beenden. Verbinde zwei Antworten, die deiner Meinung nach zur Geschichte des Geistes passen. Geldbörse. Das hier? Ja, das passt. Yes. Aha. So nämlich. Und jetzt kommt... Wir müssen jetzt in Ground Floor, ne? Ja. Ah, alles gut. Was sind das für eklige Geräusche? Oh, das ist die Spielhalle. Jetzt ist es auf. Oh mein! Ah! Das war das kleine Mädchen. Is it Amy? Aha! I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? What you said about Jimmy stealing your toy. Does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Radiostatik! Sie einfach so. Radiostatik! Ja, wir müssen mal wieder den Spiegel benutzen. Okay, pass auf. Wir gehen oben in den Raum rein und suchen vielleicht in der ersten Etage nochmal oder so nach Spielzeug. Aha! Da! Schauen wir doch mal, was wird. Ja. Ja, einfach mal alles. Einfach mal Spiegel erstmal. Also ich vermute, es zeigt uns jetzt den Raum. Hör auf zu weinen. 112! Nein! Ich schätze, da ist das Spielzeug drin. Okay, 103. Nein! Nein! Du hast aus Versehen gerufen! Ich höre ihn links. Nee, guck durch den Tisch. Heilige! Heilige! Ja! Klickt man! Ich hab da drauf gedrückt. Er ist an der Tür! Nein! Geh! Ich kann nicht! Huh! Hau ab! Hat geholfen. Ich habe gesagt, hau ab, er ist abgehauen. Ja. Also das muss man ihm lassen. Wenn man ihn um was bittet, dann geht er halt auch, ne? Ja, aber wo ist 112? Wir müssen 112 finden. Ja. Zack, rein.
So, jetzt haben wir rechts eine kleine Kommode. Schlüssel. Okay, geil. Deadlock-Schlüssel, super, klasse. Eine Flasche Terpentin! Und ein Feuerzeug. Wir können ihn anzünden. Okay, das war jetzt einiges. Jetzt können wir sie einiges wieder fragen. Is anyone there? Amy, du Kleine! Hello? Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? So, jetzt. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? I didn't know what they were until Jimmy showed me. What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? He stole my toy and took out the bottle. I hated him. Was ein Arschloch. Ich fass es nicht. In der ersten. Fahrstuhl ist auch geil. Fahrstuhl macht Spaß. So, auf in der erste. Ja, unserer, ne? Ja, wir gehen mal rein. Ja, jetzt machen wir einen Spiegel, komm. Aber irgendwas ist ja jetzt in der Erde. Ich vermute. 109. 109? Ich fass es nicht. Wir gehen die 109. Wir sind jetzt in der 106. Das muss ja hier direkt um die Ecke sein. Ich check mal hier. Jetzt kommt gleich wieder von unten so hoch. Shh. Jimmy, mach mal piep. Geh einfach raus, scheiß drauf, komm. Abfahrt. Nee. Klar. Oh meine Fresse, du... Dreckiges Stück. Okay, hier geht's raus. Komm, raus jetzt! 109. So! 107, weiter. Da vorne hat das. Ja, Lichter flackern heißt doch irgendwas, oder? Dass da irgendwie Geister den Weg zeigen. Ja, true. Oh! Jetzt geht er rein. Ist er hier? Nee. Okay. So, da muss jetzt irgendwas. Irgendwas war doch da jetzt. Vielleicht kann ich hier mit dem Geist reden. Ja, stimmt. Christian, wär's, wenn wir einfach... Ich glaube, das reicht erstmal. Ich bin auch fertig. Ja, Freunde, wenn ihr mehr sehen wollt, ich würde sagen... Nein, will keiner sehen. Wir machen erstmal Pause. Ich muss sagen, ich hätte schon Bock weiterzuspielen, weil es eine ganz andere Art von Psychoterror. Ich lieb's. Wenn ihr Bock habt, schreibt's in die Kommentare. Dann zocken wir es nochmal weiter. Einfach nur eins in den Chat. Eins... Ja, das soll's gewesen sein für heute. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, das war gerade zu viel, wirklich. Tschüss. Und rein, tschüssi. Tschüssi.